So, guten Abend und herzlich willkommen zum Technologieseminar der Hochschule Karlsruhe. Wir führen das wieder durch gemeinsam mit dem VDI-Forum Digitale Transformation. Und wir haben heute ein interessantes Thema. Es geht um Analogcomputer. Der eine oder andere hat vielleicht gedacht, wir haben uns verschrieben. Nein, wir haben uns nicht verschrieben. Es geht um Analogrechner. Und Analogrechner, die sind nicht out, sind ja bekannt aus den Anfangszeiten der Informationstechnologie. Und wir werden heute kennenlernen, dass die Analogrechner tatsächlich eine Bedeutung auch heutzutage haben. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir hier zwei ausgewiesene Referenten haben von der Firma Anabrit, und zwar Professor Ullmann und Herr Anderer, die wir ganz herzlich begrüßen. Und wir freuen uns sehr jetzt auf Einblicke in diese alte, neue Technologie, will ich es mal nennen. Und zum Ablauf jetzt dieser Veranstaltung, wir starten jetzt mit einem Video, das wieder unsere Studierenden selbst erzeugt haben. Und danach würde ich die beiden bitten, dass sie ihren Vortrag beginnen. Und im Anschluss werden wir dann auch noch eine Fragerunde durchführen. An der Stelle begrüße ich auch herzlich alle, die online uns zugeschaltet sind über Teams und YouTube Livestream. Und die Teilnehmer in Teams möchte ich bitten, ihre Mikros auszuschalten und auch während des Vortrages ausgeschaltet zu lassen. Nach dem Vortrag dann gerne einschalten, um dann Fragen zu stellen. Am besten heben Sie die Hand, wenn Sie eine Frage haben, nach dem Vortrag. Und dann können wir gerne auf Ihre Fragen eingehen. So, an der Stelle würde ich sagen, Film ab. Herzlich willkommen zum Technologieseminar der Hochschule Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem VDI-Forum Karlsruhe Digitale Transformation. Die Anfänge der Computertechnologie waren durch Analogrechner geprägt. Sie ermöglichten Forschern, komplexe Gleichungen zu lösen und physikalische Systeme zu simulieren. Anabrit strebt an, die Welt des Computing zu verändern, indem sie analog und digital vereinen. Analogcomputer bieten einzigartige Vorteile gegenüber digitalen Computern. Durch diese Fusion wird ein optimierter Computer geschaffen, der die Vorteile beider nutzt. Herr Bertram Anderer von der Firma Anabrit wird uns das Konzept des Analogcomputers on a Chip näher bringen. Freuen Sie sich auf einen interessanten Vortrag an der Hochschule Karlsruhe. So, herzlichen Dank für herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich immer sehr, auf Digitalisierungsveranstaltungen über Analogrechner zu sprechen, einfach weil es auf den ersten Blick so herrlich absurd ist. Könnte jemand auf mein Notebook bitte, perfekt, Dankeschön, umschalten? Und als allererstes, um was klarzustellen, wir wollen nicht die Digitalrechner verdrängen. Also schon irgendwie so, aber das wird natürlich nicht funktionieren. Analogrechner, Digitalrechner und Quantencomputer bilden im Prinzip die drei Säulen des Computings. Damit kann man dann wirklich alles abdecken. Und wenn man ganz ehrlich ist, das hören die Quantencomputer-Leute in der Regel nicht gerne, sind auch das Analogrechner. Weil was das Analoge am Analogrechner ist, ist, dass er ein Modell verwendet, um die Probleme zu lösen. Und egal, ob ich mein Modell mit analogen elektronischen Bauelementen implementiere oder mit Quantum Gates oder mit einem adiabatischen Quantencomputer, es bleibt ein modellbasiertes Rechnen. Das heißt, das, worum es mir hier geht, sind nicht algorithmische Computer. Man müsste also eigentlich anstelle Digitalrechner sagen, es handelt sich um speicherprogrammierte Digitalrechner, weil, to confuse the Russians, es gibt sogar digitale Analogrechner, die heißen dann Digital Differential Analyzers und repräsentieren Werte binär, aber arbeiten trotzdem nicht gesteuert durch einen Algorithmus, und das ist der eigentliche Trick an der Sache. Um das ein bisschen zu motivieren, ich nehme an, Ihnen ist allen bewusst, Digitalrechner haben eine ganze Reihe von Problemen, die immer schwerer zu überwinden sind. Wir stoßen einfach an physikalische Grenzen mit unseren Digitalrechnern. Der Stromverbrauch ist immens. Wenn Sie sich die Thermal Design Power von einer modernen Server-CPU anschauen, sind wir jenseits von einem Viertel Kilowatt. Das müssen Sie erstmal abführen, so viel Abwärme von einer Fläche von 1 oder 2 Quadratzentimeter. Das ist schon mehr als kompliziert.
Das nächste Problem ist, Taktfrequenzen haben sich in den letzten, Sie sind zu jung dafür, aber ohne Witz, in den letzten 23 Jahren überhaupt nicht verändert. Ich habe vor einiger Zeit zu Hause ein altes Notebook gefunden, das lässt tief blicken, wie unordentlich es bei mir zu Hause ist. Das habe ich 20 Jahre nicht mehr gesehen. Das ist aus dem Jahr 2000. Das hatte eine Taktfrequenz von 3 GHz. Und dieser neue, wirklich ganz neue Laptop hier, der hat auch eine Taktfrequenz von 3 GHz. 23 Jahre dazwischen hat sich nichts getan bei den Taktfrequenzen. Warum? Energieverbrauch. Der steigt super linear mit der Taktfrequenz, fast quadratisch. Das ist der Hauptgrund, warum man nicht einfach sagen kann, takten wir das halt mit 6 GHz oder mit 12 oder sonst was. Man kriegt die Abwärme schlicht nicht mehr in den Griff. Das nächste Problem ist, sehr viel kleiner können unsere On-Chip-Strukturen im Digitalbereich auch nicht mehr werden. Technology-Nodes von 2 Nanometern, was auch immer das dann im Detail bedeutet, da hat man halt schon nicht mehr sehr viele Atome, um daraus was Sinnvolles, nämlich einen Feldeffekttransistor zu bauen. Sehr viel kleiner geht auch nicht mehr. Wer mal versucht hat, ein massiv paralleles Digitalsystem zu programmieren, weiß, das ist hart. Das ist unglaublich schwer. Und wenn man sich Supercomputer anschaut, dann stellt man fest, dass die meistens, wenn sie nicht gerade gebenchmarkt werden, partitioniert werden. Dann kriegt jede Arbeitsgruppe 1024 CPUs hier, die anderen kriegen 512. Also sie werden wenige Probleme finden, wo sie wirklich mal mit ein paar Millionen Cores was anfangen können und einen richtigen Speed-up erzielen können. Und wenn man dann noch einen Blick auf die reale Implementation wirft, stellt man fest, ein erstaunlich kleiner Bruchteil unserer Transistorfunktionen wird wirklich zum Rechnen verwendet. Wenn Sie an Supercomputer denken, denken Sie wahrscheinlich an sowas. Eine Halle voll mit Racks, voll mit Chassis, voll mit CPUs. Einfach cool. Woran kaum einer denkt, ist das da. Das ist keine Installateursmeisterschaft, das ist die Verrohrung für die Kühlwasserversorgung von einem Supercomputer. Das sieht man nicht. Und man sieht auch nicht, über was für Energiemengen wir reden, wenn wir über solche Supercomputer sprechen. Und der Hauptgrund dafür ist die zentrale Idee des Digitalrechnens, das Rechnen mit Bits, so charmant das ist. Und es hat natürlich wahnsinnig viele Vorteile. Ich kann beliebige Genauigkeiten erzielen. Wenn Ihnen eine Double Precision Float nicht reicht, dann nehmen Sie halt Quad Precision. Sie können im Prinzip alles damit machen. Der Haken ist, es skaliert nicht so richtig gut. Und hier sehen Sie so eine komplementäre Ausgangsstufe. Und Sie haben im Moment des Umschaltens von einem High zu einem Low das Problem, dass mal ganz kurz beide Transistoren leiten. Das ist eigentlich nicht schlimm, das ist wirklich ganz kurz, Pikosekunden. Das Problem ist, das machen Sie halt nicht einmal, sondern ein paar Milliarden Mal pro Sekunde mit ein paar Milliarden Transistoren auf einem Chip. Das heißt, das sieht nach außen eigentlich aus wie ein Kurzschluss. 250 Watt. Ich meine, überlegen Sie mal, 250 Watt, wenn Sie eine Core-Spannung, damit ich es im Kopf leichter rechnen kann, von 2,5 Volt haben, dann haben Sie 100 Ampere. Das ist wie ein Schweißgerät, was Sie brauchen, um Ihre CPU mit Strom zu versorgen. Das ist echt verrückt. Und ein weiteres Problem ist, Sie haben immer zwangsläufig parasitäre Kapazitäten in Ihren Chips, und zwar viele, viele, viele. Und wann immer Sie von einer 0 auf eine 1 oder umgekehrt umschalten, müssen Sie so eine parasitäre Kapazität umladen. Das kostet einfach irrsinnig viel Energie. Und am Ende des Tages haben wir ein superlineares Verhältnis von Taktfrequenz zu Energiebedarf. Und das, so plakativ diese Abbildung ist, sie trifft den Nagel auf den Kopf. Und die Energiedichte, die wir haben, wir sind jenseits von dem, was Sie in einem Druckwasserkernreaktor haben, mit unseren CPU-Chips. Das müssen Sie erst mal abführen, die Abwärme, die da entsteht. Und wenn wir uns mal einen typischen modernen Chip, halbwegs modernen Chip anschauen, einen Intel i9, und mal gucken, was auf so einem Chip drauf ist, dann sehen wir erstmal in der Mitte einen Riesenbereich, der hat gar nichts mit dem Rechnen zu tun. Das ist der Level-3-Cache. Links sehen wir einen riesen grünen Bereich, der hat gar nichts mit dem Rechnen zu tun. Das nennt man Uncore. Das sind diese ganzen Hilfseinheiten, Bus-Controller, Memory-Controller und bla bla bla, die auch nichts mit dem Rechnen zu tun haben. Rechts haben wir was sehr Spezialisiertes, eine GPU. Und dann haben wir 8 P-Power-Cores und 8 E-Cores, Efficient-Cores, beziehungsweise 4 Blöcke zu je 4, also 16 Stück. Und wenn man weiter reinzoomen würde, sähe man, dass auf jedem Core nochmal Caches drauf sind, nämlich ein Second-Level-Cache und 2 First-Level-Caches, weil das Ganze unter der Haube schon längst eine Harvard-Architektur und keine von Neumann-Architektur ist. Und wenn man noch weiter reinzoomen würde, würde man feststellen, wir haben da eine Handvoll arithmetisch-logischer Einheiten, die rechnen wirklich. Der ganze Rest ist Speicher und Ablaufsteuerung. Das heißt, nur ein wirklich kleiner Bruchteil unseres Silicon Real Estates hat wirklich was mit Rechnen im Digitalrechnerbereich zu tun. Das ist, wenn Sie mich fragen, irgendwie ein bisschen verrückt.
Wenn man sich mal ein paar aktuelle Zahlen anguckt, die untere ist dauerhaft aktuell, die obere ist aktuell. Es gibt die Top 500-Liste, da sind immer die 500 schnellsten Rechner der Welt drin vertreten. Gemessen wird mit dem Linpack-Benchmark, gibt es seit Jahrzehnten diese Liste. Und im Moment ist der schnellste Rechner der Welt Frontier in Oak Ridge. Und Frontier hat knapp 8,7 Millionen Cores. Finden Sie mal ein Problem, das wirklich einen Speed-Up von 8,7 Millionen Cores hat. Also das ist ja schon schwer genug, was zu machen, was auf 16 Cores einen sinnvollen Speed-Up kriegt. Aber auf 8,7 Millionen, wenn Sie nicht gerade Monte Carlo oder sowas machen, wird das schwierig. Da kommunizieren Sie sich tot. Immerhin, das hat über 1000 Petaflops, das ist schon verdammt beeindruckend, muss man sagen. Aber beeindruckend ist auch, dass das Ding 22,7 Megawatt Anschlussleistung hat. Und wenn ich mich recht entsinne, so im Städtebau rechnet man mit 1,5 bis 2 kW pro Person. Also da haben Sie schon, das ist mehr als die Kreisstadt, zu dem das Dörfchen gehört, in dem ich wohne. Und wenn man das mal vergleicht mit einem menschlichen Gehirn, das hat, je nachdem, wen Sie fragen, wohl so in der Größenordnung von 38 Petaflops Rechenleistung. Wie kommt man darauf? Man überlegt sich, wie viele Gleitkomma-Operationen braucht man, um ein Neuron vernünftig zu simulieren, und multipliziert es dann so grob mit, wie viele Neuronen und wie viele Synapsen stecken da drin, und kommt dann auf so eine Roundabout-Zahl. Die ist sicherlich nicht richtig, aber die ist auch nicht um Größenordnungen falsch. Also vielleicht sind das 100 Petaflops, vielleicht sind es auch nur 10, aber die Größenordnung kommt hin. Und das Gehirn als größter Energieverbraucher im Körper kommt mit 25 Watt aus. Und wenn Sie sich das da oben anschauen, digital schaffen wir, und das ist unglaublich beeindruckend, 52 Gigaflops pro Watt. Die Biologie schafft 1,5 Petaflops pro Watt. Da liegen etliche Zehnerpotenzen dazwischen. Und wie macht die Natur das? Kein Algorithmus. Der Algorithmus war eigentlich ein Schritt in die falsche Richtung, weil er sagenhaft schlecht skaliert. Nichts in der Natur kann es sich leisten, algorithmisch zu rechnen. Und das bringt mich auf das eigentliche Thema: Wir brauchen neue Rechnerarchitekturen und neue Paradigmata, um High-Performance-Computing zum Beispiel machen zu können. Und neben dem Quantencomputing, das hochinteressant ist, aber sicherlich noch einige Zeit brauchen wird, bis es praktikabel wird, bis Sie sich wirklich mal einen Quantencomputer unter den Schreibtisch und nicht in den Keller stellen können und nicht mit Heliumkühlung rumkaspern. Das wird noch eine Weile dauern. Analogrechner sind sehr, sehr viel einfachere Maschinen, mit denen man sehr viel schneller Probleme lösen kann, vor allem viel schneller zu einer Problemlösung kommt. Deswegen, was ist ein Analogrechner? Ich habe es vorhin schon gesagt, es geht um nicht algorithmisches Rechnen. Sie sind das wahrscheinlich alle gewohnt, wenn Sie ein Problem sehen, denken Sie sofort, oh, wie kann ich das in Schleifen zerlegen, wie kann ich das in If-Abfragen und Blöcke zerlegen, und haben wahrscheinlich schnell so eine grobe Struktur eines Algorithmus vor Augen. Sowas haben Sie bei einem Analog- und einem Quantencomputer gar nicht. Ein Analogrechner besteht im Unterschied zu einem Digitalrechner eigentlich nur aus Rechenelementen. Das ist schon mal cool, ich habe keinen Speicher, gar keinen Speicher. Und wenn man jetzt denkt, das ist was wie ein Computer ohne Speicher, das ist ein Riesenvorteil. Wenn Sie sich so eine CPU anschauen, sowas hier, Taktfrequenz von 3 GHz, das heißt, Sie haben für einen Takt 330, sagen wir mal 300 Pikosekunden Zeit. Ein Hauptspeicherzugriff ist in der Größenordnung von 80 Nanosekunden. Da liegen etliche Zehnerpotenzen dazwischen. Deswegen macht man ja auch diesen ganzen Hackmeck mit vielen Caching-Hierarchie-Ebenen und. Das heißt, der Verzicht auf Speicher ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Er macht die ganze Sache nicht nur schneller, sondern deutlich energieeffizienter. Dann repräsentieren Analogrechner in der Regel, es gibt Ausnahmen, ich hatte es schon erwähnt, Digital Differential Analyzers, aber dazu müsste man eigentlich mindestens eine einsemestrige Vorlesung machen, was ich gerne täte. In der Regel repräsentieren Analogrechner ihre Werte durch eine Spannung oder einen Strom, das heißt so kontinuierlich, wie es die Natur zulässt. Das heißt, wenn meine Maschine nur aus Rechenelementen besteht und ich kein Memory habe, dann brauche ich keine Ablaufsteuerung. Ich brauche diese ganzen Stunts, die moderne Digitalrechner machen, mit Out-of-Order-Execution und Register-Renaming und Retiring und ach du liebe Güte, und Delayed-Branches und sonst irgendetwas, brauche ich ja alles nicht. Das heißt, ich kann wirklich 100% meiner Elektronik zum Rechnen nehmen. Und programmieren tue ich das Ganze, indem ich meine Rechenelemente miteinander verschalte. Das heißt, wenn ich mir ein ganz simples Problem vorstelle, sowas wie A mal Klammer auf B plus C, wenn Sie das auf dem Digitalrechner machen, brauchen Sie eine ganze Handvoll Instruktionen. Sie müssen A, B und C erstmal aus dem Speicher lesen. Das hat ewig gedauert. Dann müssen Sie B plus C rechnen, dann müssen Sie das mit A multiplizieren und dann müssen Sie es wieder zurückschreiben in den Speicher. Das sind 6 Instruktionen. Bei einem Analogrechner bräuchte ich 2 Rechenelemente,
einen Summierer, der kriegt zwei Spannungen, die B und C repräsentieren und hinten kommt B plus C raus. Und Summation ist analog elektronisch trivial, im Prinzip Kirchhoffsche Knotenregel. Ich brauche zwei Widerstände und einen Operationsverstärker und einen dritten Widerstand, aber nicht viel jedenfalls. Und ich brauche ein zweites Rechenelement, einen Multiplizierer. Der kriegt die Spannung, die der Summe entspricht und bekommt eine Spannung, die dem A entspricht. Und ich habe voilà hinten das Ergebnis meines mathematischen Ausdruckes. Das ist eine extrem coole Idee, weil meine Probleme haben überhaupt keinen sequentiellen Anteil mehr. Das heißt, alle meine Rechenelemente laufen 100% parallel. Etwas, was uns die Natur in Form neuronaler Netze zum Beispiel vormacht. Das ist natürlich keine General-Purpose-Maschine. Darauf läuft, und das ist ein Riesenvorteil, zum Beispiel kein Word oder sonst irgendetwas. Aber diese Maschine hat teilweise Zehnerpotenzen an Vorteilen, wenn es um Energieeffizienz und um Lösungsgeschwindigkeit geht. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert, gerade in der Informatik. Sie kennen alle diesen Spruch, there's no such a thing like a free lunch. Wenn Sie einen Digitalrechner haben, können Sie eigentlich immer einen Tausch machen, Komplexität gegen Zeit. Wenn Ihr Problem schlimmer wird, dauert es halt länger, bis Sie es gelöst haben. Und wenn Sie Hitchhiker's Guide to the Galaxy kennen, dann erinnern Sie sich an Deep Thought, der 2 Millionen Jahre gerechnet hatte, um auf die Antwort 42, auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, des Universums und von allem zu kommen. Das können Sie mit einem Analogrechner nicht machen. Wenn Sie nicht genügend Rechenelemente haben, um Ihr Problem zu implementieren, geht es nicht. Also wirklich keine Arme, keine Kekse. Das heißt, die Analogrechner muss mit dem Problem mitwachsen. Das ist aber im 21. Jahrhundert kein Problem mehr. Wenn wir unsere Rechenelemente auf integrierten Schaltkreisen haben, ganz im Ernst, 1000 Rechenelemente sind dann vielleicht ein integrierter Schaltkreis. Davon packe ich 10 auf eine PCIe-Karte und habe 10.000 Rechenelemente, mit denen ich unglaublich komplexe Fragestellungen lösen kann. Das Tolle ist, im Unterschied zum Digitalrechner, Sie kennen alle solche O von N-Betrachtungen mit Landau-Symbolen, wie gut skaliert ein Algorithmus für ein gegebenes Problem? Der Digitalrechner wird immer länger brauchen, um ein komplexeres Problem zu lösen als ein einfacheres Problem. Der Analogrechner hat eine konstante Lösungszeit, das heißt, der rechnet eigentlich immer in O von 1. Ich brauche nur mehr Rechenelemente und das ist schon extrem cool. Das kann der Digitalrechner gar nicht, weil er zwangsserialisieren muss. Das heißt, mein Analogrechner besteht eigentlich nur aus möglichst vielen Rechenelementen. Und typische Rechenelemente sind Summierer, Multiplizierer und quasi das magische Rechenelement Integrierer. Integration ist analog-elektronisch auch erstaunlich einfach. Machen Sie Ladungsverschiebungen im Kondensator mit einer gesteuerten Stromquelle und Sie können auf 3 bis 4 Nachkommastellen Zeitintegral rechnen. Lösen Sie mal ein Integral auf dem Digitalrechner, das haben Sie alle gemacht. Und wie macht man es? Ja, gute Frage. Euler vorwärts, Euler rückwärts, Runge-Kutta oder Hoyn-Verfahren oder Prädiktor, Korrektor. Und was ist das beste Verfahren? Keine Ahnung, hängt vom Problem ab. Probieren Sie es aus oder stecken Sie sehr viel Gehirnschmalz rein. Analog, simpel, ich verschiebe Ladungen im Kondensator, ich lasse Wasser in den Eimer laufen und ich kriege ein Zeitintegral raus. Das ist wirklich bestechend einfach und erstaunlich präzise, muss man sagen. Das Programm ist jetzt, wenn man so möchte, ein gerichteter Graph, der mir sagt, wie sind die Rechenelemente miteinander verschaltet. Das heißt, ich habe keine normalen Daten- oder Programmstrukturen. Ich muss wirklich Rechenelemente miteinander verschalten, aber das hat den Riesenvorteil, sie arbeiten 100% parallel. Ich habe keine Datenabhängigkeiten, ich habe keine Delayed Branches oder sonst irgendetwas. Die folgenden zwei Abbildungen sind aus einem ganz klassischen Buch von 1960 von Truitt. 1960 war noch gar nicht klar, welcher Ansatz das Rennen, wenn man so sagen möchte, machen wird. Der analoge Ansatz, Analogrechner haben eine deutlich längere Historie als Digitalrechner. Der erste Analogrechner geht auf die Zeit von so 100 vor Christus zurück, der Mechanismus von Antikythera. Erstaunlich kompliziertes Gerät und eigentlich fast Alien-Technology, muss man sagen. Es ist wirklich Wahnsinn, was dieses Räderwerk konnte. In den 60er Jahren, wie gesagt, war noch gar nicht ausgemacht, wer das Rennen machen wird. Und in diesem Buch von Truitt, das war so für den geneigten Naturwissenschaftler und Ingenieur, wurden mit zwei Abbildungen die zentralen Unterschiede zwischen beiden Ansätzen klargemacht. Das ist ein Digitalrechner. Und das Schöne ist, dass jetzt über 60 Jahre alt ist, funktioniert immer noch das Bild. Das sieht genauso aus, hat sich nichts geändert an unseren Digitalrechnern. Wir haben Large Auxiliary Storage, Plattensubsystem. Wir haben Large Memory, Hauptspeicher ist halt heute irrsinnig groß, ein Terabyte ist ja nichts Besonderes mehr. Und wir haben auf dem Tisch einen einsamen Tischrechner, das ist unsere arithmetisch-logische Einheit. Und das Problem sieht genauso aus bis heute. Wir müssen alle Daten erstmal aus einem riesen Externspeicher zu den ALUs kriegen, dann rechnen wir irgendwas Schritt für Schritt damit, was wahrscheinlich nie dazu gedacht war, Schritt für Schritt gerechnet zu werden und schieben das Ganze dann wieder zurück in unseren Large Auxiliary Storage. Das skaliert nicht gut. Auf der anderen Seite,
Der Analogrechner wird so dargestellt, ich persönlich finde diesen rauchenden Ingenieur großartig. Heutzutage müsste man wahrscheinlich eine Triggerwarnung drunter anbringen. Aber hier sieht man ganz viele Rechenelemente. Jedes kann nur genau eine Operation ausführen. Und das Programm ist die Verschaltung zwischen diesen Rechenelementen. Das heißt, diese schwarzen Linien, die so ein bisschen wie so eine Cat's Cradle dazwischen aufgespannt sind. Und auch an dieser Idee hat sich im Prinzip nichts geändert. Nun, wie schon gesagt, gibt es nichts. There's no such thing like a free lunch. Natürlich haben Analogrechner auch Nachteile, aber die sind gar nicht mal so schwerwiegend, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Das erste Problem ist die Genauigkeit, die Rechengenauigkeit ist relativ beschränkt. 3 bis 4 Dezimalstellen, dann ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Also der Aufwand, wenn Sie höhere Genauigkeit haben wollen, der wächst wirklich exponentiell. Jetzt sagen viele Leute, ist ja vollkommen uninteressant, das ist ja gerade mal eine halbe Single Precision Floating Point Number. Das stimmt, aber welches Problem in Technik und Naturwissenschaft braucht nun wirklich zum Beispiel ein Double Precision Float? Dass wir sowas haben, liegt in erster Linie daran, dass wir komplexe numerische Verfahren ausführen müssen, bei denen wir in jedem Schritt kleine Fehler machen und wir wollen die Fehler natürlich möglichst klein halten. Aber in vielen Bereichen und ganz zuvörderst steht natürlich künstliche Intelligenz, brauchen wir gar keine große Auflösung. Wenn man sich ein biologisches neuronales Netz anschaut, die synaptischen Gewichte, man geht davon aus, dass da 5 Bit reichen. Das ist so gut wie gar keine Auflösung. Das sind nicht mal 2 Dezimalstellen, die so eine Synapse in meinem oder ihrem Gehirn abbilden kann. Und trotzdem können wir großartige Sachen damit anstellen. Dann kann man erstmal nur nach der Zeit integrieren. Das heißt, sobald man partielle Differentialgleichungen lösen will, wird es ein bisschen schwieriger. Aber auch dafür gibt es vernünftige Verfahren. Und Analogrechner tun sich sehr schwer damit, beliebige Funktionen darzustellen. Das heißt, wenn Sie in irgendeiner Simulation mal einen Sinus brauchen, das ist simpel für einen Analogrechner, weil wenn der Analogrechner eins kann, ist das Differentialgleichungen lösen. Und wenn Sie einen Sinus brauchen, dann lösen Sie halt nebenher noch eine Hilfsdifferentialgleichung, die einen Sinus liefert. Digitalrechner würde das im Leben nicht machen, vollkommen gestört, so einen Rechenaufwand nur um einen Sinus zu erzeugen. Aber den Analogrechner kostet das quasi keine Mühe. Schwierig wird es, wenn Sie Funktionen haben, die Sie zum Beispiel aus einem messtechnischen Prozess gewonnen haben, aus einem Windtunnel oder sonst irgendetwas. Damit hat ein Analogrechner ein Problem, aber Sie ahnen es der Digitalrechner nicht. Und das ist der erste Punkt, der darauf hinweist, warum koppeln wir die beiden eigentlich nicht. Der Digitalrechner hat fast beliebig viel Speicher. Der könnte Funktionen als Lookup-Tabellen ablegen und der Analogrechner liefert ein Argument als Spannung. Das wird mit einem Analog-Digital-Konverter in eine Adresse umgewandelt. Dann wird ein Lookup gemacht, vielleicht noch eine Interpolation und das Ergebnis wieder mit einem Digital-Analog-Konverter zurückgeliefert. Und das letzte Problem ist eigentlich nur ein bisschen unangenehm beim Rechnen per Hand. Wir haben natürlich keine wirklichen Gleitkommazahlen auf dem Analogrechner. Wenn ich Werte als Spannungen oder Ströme repräsentiere, dann ist irgendwo mal das Ende der Fahnenstange erreicht. Und in der Regel sagt man, man skaliert seine Probleme so, dass alle Variablen innerhalb eines Intervalls von -1 bis +1 liegen. Das heißt aber, worum es geht, ist, wir wollen dem Digitalrechner einen analogen Koprozessor zur Seite stellen. So wie man heute schon Grafikkarten für CUDA, für hochparallele Simulationen verwendet oder eine TensorFlow-Karte oder sonst irgendetwas für KI verwendet, wird es in Zukunft darauf hinauslaufen, dass wir Digitalrechner mit Analogrechnern koppeln, um bestimmte Problemklassen sehr viel schneller und sehr viel energieeffizienter zu lösen, als mit dem Digitalrechner allein das möglich wäre. Wofür kann man es brauchen? Ohne Witz, für alles eigentlich. High-Performance-Computing ist so das Erste, was einem in den Sinn kommt. Artificial Intelligence ist dann spätestens das Zweite. Irgendwie ist es doch verrückt. Wir versuchen das, was biologische Gehirne seit Jahrmillionen uns vormachen, mit Digitalrechnern nachzumachen. Und das ist zugegebenermaßen sehr beeindruckend, was man hinkriegt. Aber es ist halt doch nur nachgemacht. Wir sind bei weitem nicht bei der Konnektivität, die echte biologische neuronale Netze haben. Und zumindest ich persönlich finde das wirklich ein bisschen pervers, ein dreidimensionales System in Matrizen und Vektoren zu verstecken und danach lauter lineare Algebra draufzuwerfen. Das ist keine lineare Algebra, was ein biologisches neuronales Netz macht. Das ist ein Analogrechner. Warum sollten wir das nicht analog machen? Die hohe Energieeffizienz schreit zum Beispiel auch nach Applikationen in der Medizintechnik, Implantate, die mit Energy Harvesting, mit Energie versorgt werden. In der industriellen Steuerung, das kennen die älteren Semester natürlich noch, früher waren PID-Regler wirklich analoge Regler, dann wurden die abgelöst durch Digitalrechner, weil alles so viel einfacher und bla, und dann stellt man heutzutage fest, ups, die sind meistens erstaunlich gut angreifbar von außen und ein Analogrechner ist ja nicht direkt hackbar. Kein Speicher, kein Schadcode, den kann ich so nicht angreifen, den muss ich angreifen, indem ich mir physikalischen Zugang verschaffe, was ein Riesenvorteil sein kann.
Signalvor- und Nachverarbeitung für zum Beispiel mehr oder weniger smarte Geräte. Es gibt Analogrechner, es gibt eine Firma, die baut spezialisierte Analogrechner zur Triggerworterkennung. Das ist zum Beispiel gedacht für sowas wie Next Generation Alexa. Wenn Sie Alexa sagen, momentan liegt ein Digitalprozessor auf der Lauer und sobald Sie was sagen, wirft der dann eine Fourier- oder Wavelet-Transformation drauf, um rauszukriegen, sieht das aus wie Alexa. Eigentlich Irrsinn. Und deren Idee ist, warum haben wir nicht einen Analogprozessor, der nur eine Sache kann, aber die dafür sehr, sehr energieeffizient, nämlich erkenne, ob irgendjemand Alexa gesagt hat. Und wenn das der Fall ist, dann wecken wir den Digitalrechner auf. Monte-Carlo-Simulationen zum Beispiel in der Finanzwirtschaft oder sonst irgendwo, oder Optimierungsprobleme, all das sind ernsthafte Anwendungsbereiche für Analogrechner. Es lohnt sich mal, einen kleinen Blick in die Vergangenheit des Analogrechnens zu werfen. Wie so oft in der gesamten Technikgeschichte, finde ich, lohnt es sich immer, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Warum? Weil man die alten Geräte noch verstehen kann. Man sieht nämlich was. Wenn man sich einen heutigen CPU-Chip anschaut, ich meine, da sieht man nichts mehr. Das ist eine Blackbox, die niemand mehr verstehen kann. Niemand kann verstehen, wie 10 oder 100 Milliarden Transistoren auf einem modernen Prozessor-Chip zusammenarbeiten. Wenn man sich dagegen einen alten Computer anguckt, den kann man wirklich noch verstehen. Da kann man jedes Bit persönlich mit dem Oszilloskop angucken und begreift wirklich, was die Maschine tut. Und entsprechend schlägt mein Herz in meiner Freizeit, man kann ja nicht nur sich mit modernen Analogrechnern beschäftigen, in der Freizeit schlägt es für klassische Analogrechner. Und das hier ist eines meiner Lieblingsbilder. Das ist eine Analogrechnerinstallation aus dem Jahr 1960. Das ist also 63 Jahre her. Und die war bei Bölko aufgestellt. Und vielleicht klingelt da beim einen oder anderen ein kleines Glöckchen, Messerschmitt Bölko Blohm. Ein ganz großer Luft- und Raumfahrthersteller. Und das Ding hier ist ein Flugsimulator. Das Lustige ist, soziale Medien sind ja was Großartiges. Ich habe das Bild von einem ehemaligen Ingenieur von Bölko geschenkt bekommen. Und dann hat ein Freund von mir, der Fotograf ist, mir eine Repro-Aufnahme gemacht und hat die Farben korrigiert, weil das war eigentlich Violett in Violett. Das ist nicht gut gealtert, das Originalfoto. Und dann hatte ich das auf Facebook gepostet und dann antwortete mir jemand, mein Opa erkennt den Rechner, ruf ihn mal an. Mittlerweile weiß ich nicht nur, was für eine Simulation das ist, ohne Witz, ich habe die Unterlagen davon von dem Opa bekommen. Das ist ein Flugsimulator, das ist der Flugsimulator für den senkrecht startenden Jäger VJ-101. Und wenn Sie sich überlegen, wie lange das erst her ist, dass man mit sowas wie Microsoft Flugsimulator ernsthaft Flugsimulator spielen kann, das war 1960. Das Ding hat im Nebenraum ein komplettes Cockpit, das auf so einer Hexapod-Hydraulikplattform war, gemanagt und ein Pilot, ein erfahrener Pilot, konnte einen realistischen Testflug auf einer Maschine machen, von der noch keine Schraube existiert. Das war digital bis in die 2000er nicht möglich, nicht in dieser quasi Qualitätsklasse. Und hier sieht man sehr schön, wie das programmiert wird. Und ich weiß, die meisten denken jetzt, ah, Spaghetti-Code, eben kein Code. Spaghetti ja, aber nicht Code, das ist der Trick an der Geschichte. Und hier sieht man den zweiten Punkt, den ich vorhin gebracht hatte. Der Analogrechner muss mit dem Problem wachsen. Wenn mein Problem größer wird, muss die Maschine größer werden. Und hier habe ich drei große Präzisionsanalogrechner, Telefunken RA800. Auf dem Tisch stehen nochmal 5 Telefunken-Tischrechner. Wenn man sehr genau guckt, sieht man rechts daneben noch 2 EAI-Tischrechner und an der Ecke sieht man noch einen angeschnittenen EAI-Tischrechner. Und die sind alle zusammengeschaltet, weil man einfach hunderte von Integrierern, Multiplizierern und Summierern braucht, um einen senkrecht startenden Jagdflieger so präzise simulieren zu können, dass sie echt einen Piloten drauf loslassen können. Hier ist eine etwas modernere Aufnahme von einem Rechner von 1966. Man sieht hier sehr prominent auf der rechten Seite das Patch-Panel. Und nur um das klarzustellen, davon müssen wir weg. Das ist natürlich historisch, das gehört in ein Museum. Ich propagiere nicht, dass die Leute so programmieren. Das macht in meiner Freizeit unglaublich viel Spaß, aber das ist natürlich vollkommen unpraktikabel. Wir müssen das so nahtlos mit einem Digitalrechner integrieren, dass sie gar nicht mehr merken, dass dahinter ein ganz anderes Paradigma steckt. Eben nichts, was algorithmisch arbeitet. Das finde ich auch toll, das ist der VW-hybride Fahrsimulator. Die hatten einen kompletten Fahrsimulator mit einer Karosserie auf so einer hydraulischen Plattform. Und das Niedliche ist, leider habe ich das nie wieder gefunden. Ich hatte mal ein Video gesehen von VW, wo sie so eine Fahrt mit dem Simulator aufgezeichnet haben. Und selbst die Landschaft, durch die man fuhr, war mit dem Analogrechner erzeugt. Die Straße waren Baiser-Kurven und die Bäume sahen aus wie so Lollipops. Das waren Ellipsen auf senkrechten Strichen. Aber es waren alles nur Differentialgleichung. Also jeder Baum war eine DGL und die Straße war eine DGL. Und damit hat VW Autos entwickelt und hatte einen echten Entwicklungsvorsprung seiner Zeit, weil sie im Unterschied zu anderen Konkurrenten nicht erst Prototypen bauen mussten, die dann erprobt werden mussten, mit irrsinnig viel Instrumentierung ausgerüstet werden mussten. Mit diesem Fahrsimulator hatten sie eine Möglichkeit, solche Fahrzeuge zu simulieren, lange bevor der erste Prototyp gebaut wurde.
Warum zum Teufel haben Analogrechner nicht überlebt? Warum denkt jeder, boah, ist das ein altmodisches Thema und wo sind sie geblieben? Mehrere Probleme kamen damals zusammen in den späten 70er Jahren. Das erste Problem war, Analogrechner sind nicht so schnell billiger geworden wie Digitalrechner. Wenn Sie sich Digitalrechner anschauen, da ist nichts Teures drin. Sie brauchen einfach nur viel Transistoren, aber die können der letzte Scheiß sein. Hauptsache, die können ein- und ausschalten, aber sie brauchen nichts Präzises. Widerstände in einem Analogrechner, wenn Sie sich eine historische Maschine anschauen, haben Sie da Widerstände drin mit, ich nehme sie nicht auf den Arm, 0,005% Genauigkeit. Und die haben bis heute 0,005% Genauigkeit. Dagegen ist Gold billig gegen so einen Widerstand. Das war das erste Problem. Analogrechner waren Digitalrechnern lange, lange wirklich um Zehnerpotenzen hinsichtlich der Rechenleistung voraus, aber wer nimmt schon so viel Geld in die Hand, um eine Maschine zu haben, die zu einem Zeitpunkt ein Problem lösen kann, wenn er für einen Bruchteil des Geldes einen Digitalrechner kriegt, den ich im Timesharing betreiben kann. Und dann heißt es, dann sollen die Leute halt eine Nacht warten, bis ihr Batchjob durch ist und sehen es nicht sofort. Dafür ist es preiswerter. Das war das erste Problem. Das nächste Problem war seinerzeit ein wirklicher Paradigmenwechsel im Sinne von Thomas S. Kuhn. In den 70er Jahren gingen fast alle die Leute, die das Analogrechnen mitentwickelt hatten, in Rente. Die waren fast alle gleich alt, weil die Idee des Analogrechnens, des elektronischen Analogrechnens im Zweiten Weltkrieg aufkam. Und wie das so ist, ein neuer Lehrstuhlinhaber macht natürlich alles anders als der Vorgänger. Das hat auch dazu beigetragen. Und wie gesagt, noch dazu, dass sie mit dem Analogrechner keinen Timesharing-Betrieb machen konnten. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie hier einen Programmwechsel machen, ich will jetzt mal kein Flugzeug simulieren, ich will was anderes simulieren, vielleicht einen Hubschrauber, wie viele Tage sind Sie beschäftigt, diesen Kladderadatsch umzuprogrammieren? Zugegeben, Sie können bei solchen großen Analogrechnern das gesamte sogenannte Patch-Panel rausnehmen. Eine Programmbibliothek war wirklich ein Schrank, wo Sie dann Zentner, naja, zumindest viele, viele Kilogramm schwere Patch-Panels mit vielen Kabeln drinstecken hatten. Aber trotzdem, zumindest auf dieser Maschine zum Beispiel, müssen Sie all diese 10-Gang-Potentiometer auf diesen Pulten per Hand einstellen, auf 3 Nachkommastellen. Das ist einfach sagenhaft mühsam. Und genau das waren die Probleme, die das Analogrechnen eigentlich verdrängt haben. Das kriegen wir aber heute hin. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben keine 10-Gang-Potentiometer mehr. Wir können das alles digital steuern. Wir können multiplizierende Digital-Analog-Konverter nehmen. Wir müssen keine Kabel mehr stöpseln. Wir können Matrizen, Schaltmatrizen aus Feldeffekttransistoren bauen. Das heißt, diese ganzen Probleme kriegen wir in den Griff. Und deswegen lohnt es sich vielleicht, einen kurzen Blick drauf zu werfen, wie man sowas programmiert. Ich hatte, bevor das losging, mal ganz zaghaft gefragt, haben die Teilnehmer schon mal eine Differentialgleichung gesehen? Und da wurde mir nickend bestätigt, ja, die haben schon eine Differentialgleichung gesehen, die Sprache Gottes sozusagen, beziehungsweise der Natur, je nachdem, wen Sie fragen. Deswegen die Beispiele hier, ich hüpfe nur drüber, haben natürlich was mit Differentialgleichungen zu tun. Und damit Sie eine Idee haben, Sie müssen es natürlich nicht aktiv selber machen können, aber mir zumindest folgen können. Wir müssen uns erst kurz darüber unterhalten, was für Rechenelemente haben wir denn? Und das einfachste Rechenelement ist ein Koeffizientenglied. Wenn Sie in der Gleichung sowas haben wie 0,5 mal x, woher kommt die 0,5? Im einfachsten Fall aus dem Potentiometer, ein Spannungsteiler. Und dargestellt wird das in einer abstrakten Form, nämlich als Kringel mit einem Eingang und einem Ausgang. Das heißt, wann immer Sie so einen Kringel in einem Analogrechnerprogramm sehen, wissen Sie, das ist ein Koeffizient. Früher wirklich ein manuelles Potentiometer. Dann wurden diese Potentiometer, das ist übrigens eine coole Technik, automatisiert. Und dann hatten Sie so ein 10-Gang-Potentiometer mit einem Stellmotor und einer Servoschleife und haben auf einer 10er-Tastatur ihren Wert eingetippt und dann hat der Motor das Poti in die richtige Position gedreht. Unglaublich cool und eine Katastrophe zu warten. Also gerade diese ganzen feinen Getriebe, die da drin stecken mit gegeneinander verspannten Zahnrädern, sind heutzutage echt eine wartungstechnische Katastrophe. Dann gibt es Summierer. Ein Summierer wird durch ein Dreieck dargestellt. Links sind die Eingänge, rechts ist der Ausgang. Und Eingänge können ein Gewicht haben, wie bei einem Neuron. Ein synaptisches Gewicht, hier ist es ein elektronisches Gewicht. Wenn kein Gewicht dran steht, ist das einfach der Wert 1. Kleine technische Randbemerkung, Summierer drehen das Vorzeichen um. Am Anfang stolpert man da ständig drüber, weil man immer vergisst, wenn ich 2 Volt plus 3 Volt rechne, kriege ich minus 5 Volt raus. Interessanterweise, wenn man das lange genug macht, stellt man fest, das passt oft erstaunlich gut zum zu lösenden physikalischen Problem. Was, ich weiß, das klingt jetzt nach echter Spinnerei, ist es auch, mich manchmal dazu bringt, mich zu fragen,
wenn das hier eine Simulation ist, dann wette ich mit Ihnen, die ist analog. Aus irgendeinem Grunde passt diese dauernde implizite Vorzeichendreherei verdammt gut zur Natur. Also es verblüfft mich immer wieder, wenn ich irgendein Problem löse. Und dann gibt es hier unser quasi Metric-Computing-Element, den Integrierer. Sieht fast aus wie der Summierer und der rechnet ein Zeitintegral aus. Und technisch sind diese Bauelemente alle extrem simpel. Stellen Sie sich vor, Sie wollen digital zum Beispiel zwei 10-Bit-Werte addieren. Was brauchen Sie dafür? Sie brauchen 10 Volladdierer. Jeder Volladdierer, wie viele NOR-Gatter brauchen Sie? Wahrscheinlich 6 oder so für einen Volladdierer. Das heißt, Sie haben 60 NOR-Gatter. Jedes NOR-Gatter besteht aus locker 2 bis 3 Transistoren. Das heißt, Sie haben so Größenordnung 100 bis 200 Transistoren digital, um zwei 10-Bit-Werte zu addieren. Warum 10-Bit-Werte? Weil das ziemlich gut zu einem billigen Analogrechner quasi passt. Wenn ich zwei analoge Spannungen mit dieser Auflösung addieren will, brauche ich 3 Widerstände und einen Operationsverstärker. Und der Operationsverstärker besteht vielleicht aus 10 Transistoren. Das heißt, ich habe ein 1/20 des Hardwareaufwandes, den ich digital habe. Das heißt, ich brauche sehr viel weniger Chipfläche unter anderem. So sieht ein typisches Integrierermodul aus. Sie sehen auf der linken Seite, also wir haben 4 Integrierer hier und wir haben mit Kringeln markiert die Eingänge und mit Dreiecken markiert die Ausgänge. Und dann gibt es noch Multiplizierer und ein paar etwas abstraktere Rechenelemente, mit denen ich zum Beispiel eine Funktion machen kann. Jetzt kann man sich mal angucken, wie kopple ich das Ganze mit einem Digitalrechner. Ich brauche einen Hybrid-Controller. Ich brauche irgendetwas, was von der analogen Welt in die digitale Welt und umgekehrt übersetzt. Und das ist gar nicht so trivial. Ein Hauptproblem, ohne Witz, ist, Digitalrechner sind unglaublich langsam. Das hat mich selber verblüfft, als ich damit angefangen habe mit solchen Hybrid-Controllern. Wenn Sie mal einen Linux-Kernel sich anschauen und Sie schreiben sich wirklich einen Kernel-Device-Treiber für eine PCIe-Analog-Digital-Wandler-Karte und Sie wollen auf Interrupts reagieren, haben Sie Interrupt-Latenzzeiten von locker 40 bis 50 Mikrosekunden. Das wirkt schnell für einen Digitalrechner. Der Analogrechner langweilt sich zu Tode. Der hatte die Lösung für die Differentialgleichung 5 Mikrosekunden und danach tut sich nichts, kommt keiner, holt niemand ab. Lebt der Digitalrechner noch? Das ist ohne Witz ein Problem. Der Analogrechner ist bei den Aufgaben, für die er da ist, so unvergleichlich viel schneller, dass der Digitalrechner gar nicht nachkommt, Werte abzuholen. Für im Großen und Ganzen Demonstrationszwecke und für eigene Experimente in-house haben wir zum Beispiel hier so einen sehr simplen Hybrid-Controller und wer ein bisschen in der Arduino-Welt unterwegs ist, erkennt da so einen Core 2650, das ist ein abgespeckter Mega 2650. Der ist aber auch fast das einzig Digitale. Der ganze Rest, vor allem diese weißen Piggyback-Module, die sind schon wirklich analog. Und das, was auf diesen Piggyback-Modulen drauf ist, sind Digitalpotentiometer. Und das ist wirklich schick. Ich kann auf dem Digitalrechner meine Koeffizienten aus einem Konfigurationsfile einlesen. Die werden als serieller Bitstrom da reingeschoben und ich muss kein Poti mehr drehen. Die Konfigurationszeiten sind im Submillisekundenbereich. Damit haben wir schon ein zentrales Problem des Analogrechnens erledigt. Wie programmiert man das? Hier ein paar sehr simple Beispiele. Die Grundidee ist das sogenannte Kelvinsche Rückführungsverfahren. Es gibt auch noch Substitutionsverfahren, führt hier aber zu weit. Die Idee des Kelvinschen Rückführungsverfahrens geht auf das Jahr 1876 zurück. Warum? Weil der Bruder von Lord Kelvin, auch Naturwissenschaftler und wohl ein begnadeter Feinmechaniker, einen mechanischen Integrierer gebaut hatte. Und Lord Kelvin hat wiederum erkannt, Moment, wenn du einen mechanischen Integrierer hast, dann kann ich damit nicht nur ein einfaches Integral rechnen, sondern ich kann eine Differentialgleichung lösen. Und dieses Verfahren, das verwenden wir bis heute, nur dass das natürlich nicht mehr mechanisch ist. Und die Idee ist extrem simpel. Schauen wir uns mal diese simple Differentialgleichung oben an. Ich habe eine Variable y, die Funktion, die ich nicht kenne. Und die zweite Ableitung plus Omega Quadrat y soll 0 sein. Sie wissen alle sofort, was das ist. Das ist ein harmonischer Oszillator. Und um die Sache ein bisschen einfacher zu machen, ich lasse mal das Omega Quadrat weg. Dafür haben mich meine Professoren gehasst. Ich muss sagen, ich habe Mathe studiert. Und mein Spruch ist immer, my favorite programming language is solder. Ich mache am liebsten Elektronik. Und meine Mathe-Profs haben mich wirklich gehasst, weil ich immer so hemdsärmlich und dann sagen wir, Omega Quadrat ist 1, weil wenn, für was anderes funktioniert es auch, aber warum soll ich mir die Mühe machen? Also wir sagen hier auch mal, Omega Quadrat soll 1 sein. Und wir haben irgendwelche Anfangsbedingungen. Das heißt, wenn ich Omega Quadrat einsetze, habe ich da stehen y Punkt Punkt plus y ist 0. Und der Trick von Kelvin ist jetzt ein extrem simpler. Ich behaupte, ich wüsste, was y Punkt Punkt ist. Ist dreist gelogen, aber ich tue mal so. Und dann löse ich diese Gleichung nach der höchsten Ableitung auf. Das heißt, dann habe ich stehen, y Punkt Punkt ist gleich minus y. Und jetzt ist die Idee von Lord Kelvin, ich nehme einen Integrierer und stecke auf der linken Seite y Punkt Punkt rein. Dann weiß ich, ich kriege auf der rechten Seite y Punkt raus. Ich habe einmal drüber integriert, mal minus 1.
Da stecke ich in einen zweiten Integrierer, da kriege ich y raus. Wieder mal minus 1, jetzt stimmt das Vorzeichen wieder. Aber ich will ja ein minus y haben, dann nehme ich noch einen Summierer mit nur einem Eingang und missbrauche ihn als Inverter. Dann habe ich rechts hinter meinem Summierer ein minus y und das ist ja genau das, was rechts vom Gleichheitszeichen steht. Rechts habe ich ein Minus-Y, links habe ich behauptet, ich wüsste, was das Y-Punkt-Punkt ist. Jetzt weiß ich es, das, was rechts ist. Und damit verbinde ich den Ausgang meines Summierers rechts mit dem Eingang des Integrierers. Und voilà, ich habe eine Rechenschaltung, die Differentialgleichung löst. Und das Coole ist, das geht für jede Differentialgleichung. Sie müssen eigentlich gar nicht nachdenken. Lösen Sie nach der höchsten Ableitung auf. Integrieren Sie so oft drüber, bis Sie alle niedrigeren Ableitungen haben, die Sie brauchen. Summieren, multiplizieren und machen Sie sonst irgendwas damit, bis Sie die rechte Seite haben. Und dann stöpseln Sie noch eine Verbindung, die die rechte Seite mit der linken verbindet. In der Praxis braucht man noch ein bisschen was, weil, wenn man ehrlich ist, das Omega ist dann doch nicht eins. Und ich brauche noch Startwerte. Aber die Grundidee ist genau dieselbe. Sie haben immer so eine Schleife aus Rechenelementen. Das ist übrigens ein Unterschied zu Quantencomputern. Das sind azyklische Graphen. Hier sind es immer zyklische Graphen im Analogrechnen. Und wenn man das mal laufen lässt, das sieht so digital aus, das liegt aber nur daran, dass die Kamera extrem schlecht war, mit der ich die Aufnahme damals gemacht habe. Das ist nämlich sogar aus stilistischen Gründen ein analoges Speicheroszilloskop aus den 60er Jahren gewesen, das wirklich ein Ladungsmuster auf den Schirm schreibt. Und das bekommt man raus, wenn man das für eine entsprechende sogenannte Rechenzeit laufen lässt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mich fasziniert das bis heute. Da kommt ein Sinus raus. Ich meine, das ist mathematisch klar, aber irgendwie finde ich das irre. Ich habe zwei Integrierer und einen Inverter und ich kriege einen harmonischen Oszillator raus, ohne dass ich irgendwie sonst noch Magie betreiben muss. Ich finde das bis heute faszinierend. Schauen wir uns mal zwei etwas komplexere Beispiele an und da gehe ich nicht so sehr ins Detail. Aber Sie kennen vielleicht den Van der Pol-Oszillator. Der hat den Charme, der steckt zum Beispiel auch in Ihrem Herzen als Signalgeber drin. Das lässt sich zumindest als Van der Pol-Oszillator gut beschreiben. Und auch in neuronalen Netzen treten Strukturen auf, die wie Van der Pol-Oszillatoren sich verhalten. Und das Tolle ist, der ist amplitudenstabilisiert. Der stabilisiert sich selber. Und der ist schon ein bisschen komplizierter, wenn man sich das mal anguckt, so Y-Punkt-Punkt. Plus y gleich 0, dann sieht man sofort, aha, harmonischer Oszillator, habe ich jetzt noch einen Term mit einem y-Punkt drin und dann sieht man auch, ah, der wird gedämpft oder nicht, das hängt vom Vorzeichen des y-Punkts ab. Und Sie sehen, in der Klammer haben wir so ein y-Quadrat minus 1, das ist die Amplitudenregelung. Und die Idee ist genau dieselbe, lösen Sie es nach der höchsten Ableitung auf, integrieren Sie ein paar Mal drüber und stöpseln Sie ein paar Kabel und Sie sind fertig. Auch hier, der Teufel steckt ein bisschen im Detail, die Sache mit der Skaliererei. Ich darf halt keine zu großen Werte bekommen. Ich muss noch so ein paar Potentiometer einstreuen, um meine Variablen alle im richtigen Bereich zu halten. Aber das Coole ist, wenn ich mir dann einen Phasenraumplot angucke, das sieht aus wie aus einem Bilderbuch. Vor allem, es wird halt instantan gerechnet. Ich habe kein Programm, das ausgeführt wird, sondern ich lasse wirklich eine Schaltung vor sich hinrechnen. Und hier mal was Komplexeres, eine partielle Differentialgleichung, eine Wärmeleitungsgleichung, kennen Sie auch alle. Na, ja, wie löse ich die eigentlich? Eine Variante ist, ich diskretisiere den Raum. Und dafür brauche ich natürlich sehr viele Rechenelemente. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man es lösen kann. Es gibt sehr viel coolere Verfahren, das führt hier aber deutlich zu weit. Man kann es aber auch noch anders lösen. Und das ist gar kein Witz, das habe ich für meine Studenten mal an einem langweiligen, verregneten Samstag zusammengelötet, was jetzt gleich kommt. Ich wollte denen nämlich klar machen, dass ich mit dem elektrischen Netzwerk natürlich auch die Wärmeleitungsgleichung lösen kann. Sie brauchen eigentlich nur einen Haufen Widerstände und Kondensatoren und ein bisschen Geduld. Und dann kriegen Sie sowas raus. Und das Verblüffende ist, zum einen, das braucht so gut wie gar keine Energie zum Rechnen. Die Widerstände waren hier recht groß, ich glaube 180 K. Aus irgendeinem Grund, Fehlbestellung, hatte ich einfach Tausende von diesen Dingern in der Schublade liegen. Und man kriegt so eine Lösung raus. Das ist eine verdammt gute Lösung für eine partielle Differentialgleichung. Und da steckt gar kein Integrationsverfahren drin. Das ist einfach ein Haufen Widerstände und Kondensatoren. Wie sieht das heutzutage aus? Wie ich schon erwähnt hatte, das Patch-Panel gehört ins Museum. Logisch. Wir brauchen irgendwie Schaltmatrizen, die ich vom Digitalrechner aus steuern kann. Und wir brauchen eine Programmiersprache. Wir brauchen eine Domain-Specific Language, um einen Analogrechner transparent programmieren zu können. Das wird nicht funktionieren, wenn die Leute analog denken müssen. Das sieht man auch im Quantencomputerbereich. Es gibt halt Spezialisten, die können das. Aber die Mehrzahl der Programmierer sind keine Quantenphysiker. Die verstehen nicht wirklich, wie man irgendein Hadamard-Gate durch eine unitäre Matrize beschreibt, sondern die wollen eigentlich nur ein Problem lösen. Und genau das müssen wir auch im Analogrechnerbereich tun. Wir müssen abstrahieren von der zugrunde liegenden analogen Hardware. Dann, wir müssen
den Analogrechner sehr, sehr eng mit dem Digitalrechner koppeln. Jeder Zentimeter, den die beiden auseinanderliegen, kostet einfach Zeit. Und wir müssen irgendwie die Interrupt-Latenzen auf der Digitalseite runterkriegen. Und wir brauchen natürlich sehr, sehr viel Hilfssoftware. Wir brauchen entsprechende Bibliotheken, Plugins für MATLAB, für Python, für sonst irgendetwas, die einfach meine Differentialgleichung und ein paar Randwerte kriegen, automatisch den Analogrechner konfigurieren und das Ergebnis auslesen. Aber das ist alles kein Hexenwerk, das ist keine Grundlagenforschung, das ist jetzt einfach Programmierung und ein bisschen Engineering. Es gibt sogar schon ein paar Ansätze in der Richtung. Es gibt eine Firma Anodyne, die baut etwas, das nennen die Field Programmable Analog Array. Das ist allerdings weit von dem entfernt, wovon ich und wir träumen. Die verwenden nämlich keine Schaltmatrizen, um ihre Rechenelemente zu verschalten, sondern machen das mit Switched Capacitor Networks. Das ist hardware-technisch simpel, aber ich verliere den Riesenvorteil des Analogrechners. Ich verliere die kontinuierliche Zeit. Ich habe halt wieder eine diskretisierte Zeit und das finde ich persönlich doof und schade. Aber man kann von einer kleinen, das ist glaube ich eine Ein-Mann-Firma, Zrna.org, keine Ahnung, wofür das steht, so ein kleines Development-Board kaufen und das macht wirklich Spaß, damit rumzuspielen. Der kleine, also der mittelgroße, rechteckige, quadratische Chip in der Mitte, das ist das FPAA und das rechts ist so ein STM32-Mikrocontroller, den man einfach nur braucht, um die Konfigurationsdaten da reinzuladen. Und damit kann man dann zum Beispiel Audio-Interfaces oder mal Notch-Filter oder sonst irgendetwas implementieren. Das ist wirklich cool, weil ich muss in dem Fall mein Audiosignal nicht diskretisieren, irgendwie Fourier-Transformationen draufwerfen und das wieder zurückkonvertieren, sondern ich kann wirklich einen Notch-Filter machen, indem ich aus analogen Rechenelementen mir eine Schaltung baue, die genau das implementiert. 2005 gab es den ersten Analogrechner on Chip, allerdings stark eingeschränkt. Das ist immer so, wenn man der Erste ist, der war vor allem für die Lösung stochastischer Differentialgleichungen gedacht. Finde ich schon ziemlich beeindruckend, diese Entwicklung. 2016 wurde das Ganze dann schon deutlich besser, aber immer noch deutlich von dem entfernt, was man für ein kommerziell brauchbares Produkt braucht, neu implementiert. Und es gibt eine Firma Mythic AI, wobei ich gar nicht weiß, ob es gibt oder es gab heißen sollte. Da gibt es einige Gerüchte, dass die vielleicht nicht überlebt haben könnten, aber deren Idee war sogenanntes In-Memory Computing, was eigentlich auch eine Mogelpackung ist, weil die haben ja eben kein Memory, das ist ja der Trick. Memory ist doof, Memory ist langsam und Memory braucht Strom. Aber deren Idee ist, man macht es, naja, Kirchhoffsche Knotenregel. Ich habe ein riesen Widerstandsnetzwerk und die Widerstände hier drin werden zum Beispiel abgebildet durch Flash-Speicherzellen. Das ist eine brillante Idee. Das heißt, ich habe Widerstände, die kann ich extern programmieren, ihre Leitfähigkeit, und die eigentlichen Matrizenoperationen mache ich wirklich, indem ich Ströme an Knotenpunkten summiere. Und dann gibt es so eine Firma Aspinity, die sind groß im Bereich Triggerworterkennung beziehungsweise zum Beispiel Vibrationsanalyse im industriellen Umfeld. Das heißt, sie sind aber auch relativ spezialisiert von ihrer Anwendung. Und IBM hat letztes Jahr ihren ersten analogen Neural Coprocessor vorgestellt. Der arbeitet mit Phase Change Memories für die synaptischen Gewichte, das heißt keine Memristoren im klassischen Sinne und auch keine Flash-Speicherzellen, sondern spezielle Materialien, die man durch Impulse zwischen einem kristallinen und einem amorphen Zustand hin und her switchen kann und damit die Leitfähigkeit verändern kann. Der Haken an all diesen Entwicklungen ist im Moment, die sind stark eingeschränkt auf ein einziges Anwendungsfeld. Das ist bedauerlich und vor allem die Entwicklungen aus dem akademischen Umfeld sind in der Regel da geblieben. Da kam nie ein Spin-off raus, wie das häufig so ist, was sehr bedauerlich ist. Vor allem kann man nicht erwarten, wenn jemand seine Dissertation darüber schreibt, dass er dann auch noch einen kompletten Software-Stack und Ähnliches mitliefert. Häufig ist die Bandbreite stark beschränkt. Was wir zum Beispiel vorhaben, wir entwickeln einen rekonfigurierbaren Analogrechner on Chip und unsere Bandbreitenvorstellung ist in der Größenordnung von 50 bis 100 Megahertz auf dem Chip. Das heißt, wir streben Lösungszeiten im Submikrosekundenbereich für Differentialgleichungen an. Das wird spannend für den Digitalrechner, die Lösung abzuholen, wenn der Analogrechner fertig ist, in der Zeitspanne, die der Digitalrechner braucht, um auch nur eine einzige müde Cache-Line aus dem Hauptspeicher rauszulesen. Statische und dynamische Fehler sind auch was nicht ganz trivial in den Griff zu kriegen ist, aber man bekommt es in den Griff. Und was wir im Moment machen, wir arbeiten an Interconnect-Strukturen. Das ist nämlich gar nicht so simpel, wie man denkt. Eigentlich sollte man ja denken, ich habe so eine N-Kreuz-M-Matrix, da kommen die ganzen Ausgänge der Rechenelemente rein und ich versorge damit die Eingänge meiner Rechenelemente. Aber das skaliert natürlich nicht. Wenn ich 1000 Rechenelemente habe, habe ich ja Millionen von Schaltern in so einer Matrix. Man braucht irgendwie was Schlaueres. Und wir sind relativ guten Mutes, dass wir da was Schlaueres haben. Man braucht eine Domain-Specific Language, wir brauchen Hardware und wirklich Software-Support für echtes Hybridrechnen.
Wir arbeiten an numerischen Verfahren, die den Analogrechner zum Beispiel nehmen, um gute Startwerte in 0, nichts zu bekommen und danach, wenn jemand eine höhere Genauigkeit haben möchte, noch ein paar Mal mit einem geeigneten numerischen Verfahren drüber integriert, um eine höhere Genauigkeit zu bekommen. Und wir arbeiten auch an sogenannten, das klingt immer so toll, Quantum-Inspired Oscillator-Based Easing Machines. Der heißt übrigens wirklich Easing und nicht Ising, wie ich gelernt habe. Das heißt, wir haben relativ viele Bereiche, in denen wir tätig sind. Und das ist mal ein Bild von dem, was momentan im Labor vor sich hin rechnet. Das ist unser erster noch diskret aufgebauter Prototyp für einen voll rekonfigurierbaren Analogrechner. Der ist nur zu drei Fünfteln bestückt. Da gehören noch zwei weitere DIMM-Module rein. Aber wir haben quasi eine zweieinhalbdimensionale Verdrahtung. Wir haben auf den DIMM-Modulen unsere Rechenelemente und Kreuzschienenverteiler und Koeffizientenglieder und. Und das Ganze den sieht man hier nicht, das wird gesteuert im Moment durch einen kleinen Mikrocontroller, in den man quasi ein Batch-Programm hochlädt, in dem die Konfiguration, das heißt die Strukturinformationen für den Analogrechner drinsteckt und die Parameter für die Koeffizientenglieder. Und wir haben entsprechende AD- und DA-Wandler, um Ergebnisse rauszuholen aus der Maschine, beziehungsweise zum Beispiel auch Anfangswerte zu variieren. Was wir auch haben, und davon liegt eines hier vorne auf dem Tisch, The Analog Thing. Das ist momentan der einzige kommerziell erhältliche Analogrechner on a budget sozusagen. Das ist ein Open Source und Open Hardware Projekt. Das heißt, wer gerne lötet, kann sich das Gesamtsystem auch schlicht nachbauen. Also alle Gerber-Files sind offengelegt, die Schaltpläne sind offengelegt. Und das System hat immerhin genügend Rechenelemente, um, wie man hier vorne sehen kann, können wir uns nachher anschauen in Ruhe, zum Beispiel ein chaotisches System wie ein Lorenz-Attraktor zu machen oder mal eine realistische, halbwegs realistische Implementation eines Neurons, zum Beispiel ein sogenanntes Hindmarsh-Rose-Modell. Und Sie erinnern sich an das, was ich gesagt hatte, der Analogrechner muss mit dem Problem mitwachsen. Und wir haben viele Kunden im universitären Bereich und das Bild mag ich schrecklich gerne. Das ist von einer Universität aus dem Bereich Biophysik. Und da hatten Studenten ein etwas komplizierteres Problem gelöst. Und wie man sieht, die haben einfach vier von diesen The Analog Thing Systemen gebraucht. Und naja, ein Analogrechner ist trivial zu erweitern. Ich muss ja nur ein paar Spannungen weitergeben. Ich brauche eine Ground-Verbindung zwischen allen und zwei Steuerleitungen, um die beiden drei Betriebsarten zu steuern. Nämlich lade alle Kondensatoren auf ihre gewünschten Anfangswerte auf, rechne und halt die Rechnung an. Das heißt, wir haben zwei Steuerleitungen, eine Masseverbindung. Das ist alles, was man braucht, um mehr Rechenelemente zu kriegen. Wenn man sich anguckt, was für ein Hackmeck man treiben muss, um Digitalrechner zu parallelisieren, ist das wirklich unglaublich charmant. Und was wir auch haben, ist ein modularer Analogrechner. Den kann man dann wirklich kundenspezifisch aufbauen und ausbauen. Interessanterweise haben sich die Systeme erstaunlich stark verkauft. Also das Interesse ist riesig, muss man sagen. Ich bin immer der Pessimist bei uns. Ich habe am Anfang geschätzt, wir werden so 50 von diesen The Analog Things verkaufen. Wir haben über 1000 verkauft mittlerweile. Und es ist wirklich Irrsinn, wer das alles kauft. Also vom Hobbyisten bis zu teilweise Government Organizations, die was auch immer damit machen. Das Interesse ist ausgesprochen groß und ich wette mit Ihnen, in wenigen Jahren werden wir wirklich kommerziell tragfähige Analogrechner on a chip haben, als Co-Prozessoren für unsere klassischen Digitalrechner. Daran führt definitiv kein Weg vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe danach für Fragen zur Verfügung. Genau. Dann mache ich mal die Fragesession. Ne? Was gibt es denn an Fragen? Was hätten Sie an Fragen? Und wir blenden vielleicht mal kurz über zum Analogrechner, den wir in Betrieb genommen haben. Aber fangen wir mit den Fragen an. Hageln. Schießen Sie los. Der Knopf. Also, ja, ich komme ja aus einer Zeit, etwa 40 Jahre her, da musste ich also immer diese Potentiometer noch von Hand durchkurbeln, aber trotzdem, ich hatte meine Aufgaben damit wirklich exzellent, kann ich Ihnen bestätigen, gelöst. Also es waren Differentialgleichungen höherer Ordnung, inhomogen und so weiter, funktionierte. Auf dem Gebiet habe ich dann übrigens auch später dann promoviert. Mhm.
Alles Schnee von gestern, ich habe das meiste vergessen. Aber der kommt wieder, der Schnee. Bitte? Der kommt wieder, der Schnee. Ja, ich merke schon, ich werde schon wieder neugierig. Ne? Weil damals hörte ich dann auch schon etwas von dieser digitalen Unterstützung und so, aber das war noch in den Anfangsjahren und erstmal viel zu teuer. Ne? Und ich weiß nicht, wie sieht denn die Zukunft vom Analogrechner aus? Damals am Institut, da sagten wir, Digitalrechner, die Leute, die am Digitalrechner arbeiten, die hatten immer so Batches, so Kisten mit Lochkarten drin. Und wir konnten natürlich nur lachen, wenn die anfingen, da mit Runge Kutter und so weiter rumzumachen. Bei uns ging alles Klick, Klick. Und das Ganze kommt auch der ingenieurmäßigen Denkungsweise sehr nah. Ja. Weil er hat ein Modell, was verhaltensäquivalent ist. Genau. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Sobald Sie da was verändern, ist es so, als wenn Sie ein Stück Materie verändert haben, ne? Ja. In dem Realsystem. Ja, und was wirklich faszinierend ist, gerade bei den alten Analogrechnern, wenn man wirklich noch seine 10-Gang-Potentiometer hat, es ist erstaunlich, wie gut man als Mensch ist, Muster zu erkennen. Man dreht dann ein paar Parameter und bekommt wirklich ein Gefühl für ein komplexes System. Ja, und man wird neugierig. Richtig, genau, man kann wirklich explorativ tätig sein. Ja, da möchte ich appellieren an die jungen Männer. Das und Damen natürlich, das ist also ein interessantes Feld und ist auch was für Innovationstreiber. Ja. Aber jetzt haben wir es ja beim PC erlebt, trotz all den Bedenken, die Sie aufzeigen mit Recht, dass also viel Energie verbraucht wird und so weiter. Es wird von der breiten Masse gebraucht und konsumiert. Und wie wird das jetzt weitergehen bei all den Vorteilen des Analogrechners? Ich kann da natürlich erstmal nur vermuten, aber ich bin mir ganz sicher, dass ein Riesenanwendungsfeld gerade zu Beginn künstliche neuronale Netze sein werden. Wenn man sich anschaut, wie viel Energie man in das Training durch Backpropagation zum Beispiel reinstecken muss, was, wenn Sie mich fragen, auch komplett irre ist. Ich meine, keines unserer Gehirne arbeitet mit Backpropagation. Ich weiß nicht, wie viele Katzen Sie als kleines Kind sehen mussten, um das Konzept Katze zu begreifen, aber wahrscheinlich nicht eine Million. Und im Moment brauchen wir noch 1 Million Katzen, um eine Katze von einem Bagel unterscheiden zu können, was immer noch beeindruckend ist, aber weit von der biologischen Realität entfernt ist. Ja. Und das wird es ermöglichen, solche künstlichen neuronalen Netze mit extrem geringem Energieverbrauch zum Beispiel auf Mobilgeräten laufen zu lassen. Ich weiß, auch dafür gibt es natürlich heutzutage Co-Prozessoren, die sind aber digital. Und wir reden hier von 1, 2, 3 Zehnerpotenzen an Energieeffizienz, die das Analogrechnen dem voraus hat. Und wenn man mal ein bisschen spinnt in die Zukunft, was Gehirne so interessant macht, ist, dass sie letztlich flexibel sind. Ich kann was dazulernen. Auch in höherem Alter kann ich noch was dazulernen, auch wenn sich dann hauptsächlich noch synaptische Gewichte ändern. Das können unsere künstlichen neuronalen Netze im Moment nicht. Wenn die trainiert sind, sind die trainiert. Und wenn ihr neuronales Netz mit was nicht zurechtkommt, kommt es im nächsten Versuch auch nicht damit zurecht. Das kann man aber hoffentlich ändern, weil man, wenn man es analog elektronisch abbildet, viel näher an das rankommt, was die Natur uns vormacht. Zum Beispiel Hebbsche Lernregel, fire together, wire together. Wenn ich zum Beispiel, das ist jetzt massiv gesponnen, aber in Richtung Memristoren als synaptische Gewichte denke. Ich bin mir sicher, dass wir Dinge in der KI mit Analogrechnern machen können, die digital so gar nicht möglich sind. Und vielleicht darf ich es noch ergänzen von der etwas pragmatischeren Seite her. Ich habe meine Karriere bei Hewlett-Packard begonnen, war in der analytischen Messtechnik und dann im Bereich CAD, CAE tätig. Und ich habe damals dann nach knapp 10 Jahren bei Hewlett-Packard zum ersten Mal Grafikkarten gesehen. Da gab es eine Firma, Silicon Graphics, und die hat sich darauf spezialisiert, die ganzen Grafikprozesse, die man sonst auf der CPU hatte, auszulagern auf externe Hardware. Das, was Silicon Graphics gemacht hat, das ist heute eigentlich NVIDIA. Die ganzen Algorithmen, GL und OpenGL und so weiter, das wurde alles übernommen von NVIDIA. Und da, wo ich die Analogcomputer heute sehe, das ist ähnlich dem, was früher die Grafikkarten waren. Es wird sehr bald, und das hat auch seinen Grund in der besonderen Energieeffizienz, eben diese PCIe-Karten geben, die dann in einen ganz normalen PC mit reinkommen. Und alles, was technisch-wissenschaftliche Anwendungen sind, Strömungssimulation zum Beispiel als großes Thema, das wird dann dort gerechnet. Und dann haben Sie nicht mehr 8 oder 10 Stunden einen Lauf, um eine einzige Strömungssimulation zu bekommen, sondern dann haben Sie sowas wie einen Echtzeit-Windkanal in Ihrem System drin. Also da sehe ich eigentlich die Analogtechnik in Zukunft. Es gibt sehr viele
Engineering-Anwendungen, die draußen kaum gebraucht oder verwendet werden, einfach weil die Rechner immer noch nicht die Kapazität haben, das dann durchzuführen. Mal nur von der Bedienung und so weiter abgesehen, aber dieser Bedarf, der ist enorm. Und ich behaupte mal, dass die Dinger laufen ja typischerweise auf Supercomputer. Wenn man mal die Anzahl der Rechenschritte zusammennimmt, dann ist das, was im technisch-wissenschaftlichen Bereich alles gemacht wird, deutlich größer wie der ganze Rest. Das ist halt nicht so verständlich und nicht so sexy, deswegen hört man weniger davon, aber technisch-wissenschaftliche Anwendungen werden damit noch einen ganzen Schritt nach vorne kommen. Simulation, und das sehe ich heute noch, wird noch viel zu wenig verwendet. Das machen die großen Firmen und wenn, dann die ordentlichen Mittelständler. Aber wenn Sie weiter runtergehen, dann sehen Sie sehr viele Entwürfe, die schlechten Produkte fahren dann draußen auf der Straße rum, einfach weil man keine Zeit und Ressourcen hatte, das Ganze zu simulieren. Und da sehe ich die Anwendung, die wir mit dem analogen Supercomputer als Teil eines einfachen PCs in naher Zukunft bekommen werden. Ja, das Thema Fusionsreaktor, das treibt mich noch etwas um. Könnte da jetzt nicht Ihr Werkzeug effizient eingesetzt werden? Ja, wurden wir schon angefragt. Also da geht es ja auch um konkret Strömungssimulationen in sehr, sehr kurzen Zeitspannen. Im Prinzip ja, aber das ist halt sehr, sehr aufwendig. Aber denkbar ist das auf jeden Fall. Aber das würde sich doch lohnen. Ne? Ja. Ich meine, ja, müssen wir aber erst wir haben schon Chip so viel fertig. Zeit da vertan. Und das ist doch eines der größten Probleme unserer Zeit, um hier grüne Energie zu schaffen. Ne? Ja. Endlich. Ne? Ohne Wärmepumpe. Ja. Da gibt es in München ein Startup, Marble Fusion. Ich glaube, die haben 150 Millionen eingesammelt und die waren bei uns und wollten wissen, ob wir ihnen eben nicht ein System bauen, aber das hätte dann eben 1 Million Knoten, die man alle parallel rechnen. Dazu brauchen wir dann erst noch unseren JPEG, unseren General Purpose Analog Chip. Da arbeiten wir dran. Ja, dann noch eine abschließende Frage. Was kostet dieser kleine Computer? Danke für die Frage. Der kostet 499 Euro. Und das geht ja. Geht noch, gell? Och, das ist ja gar nichts. Früher, das kostet so ein kleiner Integrierer schon. Ja, und der hat 16 Rechenglieder. Haben wir da gerade? Also wir haben, genau, wenn wir mal kurz... Eine Lorenz-Attraktor? Genau, können wir auf ihn umschauen? Ja, so ein bisschen. Vielleicht mal kurz... Genau, der ist skalierbar. Genau. Und das ist eben genau das Gerät, was die NSA gekauft hat. Wir genau, also... Nicht wofür. Wenn man hier mal schaut, die Maschine hat 5 Integrierer, also ich kann bis zu 5. Ordnung was lösen. Ich habe 4 Summierer, es gibt 4 Inverter, 2 Multiplizierer, 2 Komparatoren und 8 Koeffizientenglieder. Also da kann man schon wirklich interessante Probleme lösen. Ich kann auch dann extra, also Signale aus der Messtechnik. Gar kein Problem. Die gesamten Spannungen sind im Bereich von plus minus 10 Volt, also passt super zu dem, was man sonst so hat. Ja, wir haben ja noch ein Angebot heute dabei, das will ich kurz loswerden. Also wer immer eine gute Idee hat, was er mit sowas hier machen kann, der soll bitte an hello@annabrit.com ein E-Mail schreiben, kurz erzählen, was er machen will. Dann würden wir Ihnen mal für ein halbes Jahr so einen Computer zur Verfügung stellen. Und wenn Sie uns nachher noch ein Ergebnis liefern, dann können Sie das Ding auch behalten. Es muss nur irgendwas sein, was Sinn macht. Wir wollen einfach Leute auch anregen, was damit zu machen. Dafür ist er eigentlich da. Und bevor man da irgendwie Geld ausgibt, aber eine gute Idee hat, einfach an hello@annabrit ein E-Mail schreiben, Idee bringen und dann bitte auch machen. Und wenn Sie die Idee umgesetzt haben, dann dürfen Sie den gern behalten. Gibt es weitere Fragen im Publikum? Ja, zum Beispiel bei Fahrzeugen mit adaptiver Federung oder autonomem Fahren oder Flugzeugsteuerung, da laufen ja auch viele Prozesse gleichzeitig ab und es ist ja ein Riesenaufwand da mit verschiedenen Kernen und wie die kommunizieren, inwieweit und vielleicht auch bis wann sehen Sie da eine Anwendung von irgendwelchen analogen Systemen, zumindest um die Daten zumal aufzubereiten und sie dann weiterzugeben? Also zum Thema Luftfahrttechnik kann ich sogar ganz konkret was sagen. Wir arbeiten an einem Projekt, da geht es um sehr, sehr schnell reagierende Regler in der Luftfahrttechnik. Momentan diese Digital Lanes haben Reaktionszeiten im Bereich von 10 bis 100 Millisekunden, was für ein Verkehrsflugzeug vollkommen ausreichend ist bislang. Aber wenn Sie zum Beispiel sehr, sehr schnell auf eine Böe oder sowas reagieren wollen, dann reichen die Reaktionszeiten nicht und das kriegen Sie wirklich nur analog in den Griff. Da ist massives Interesse seitens der Luft- und Raumfahrttechnikhersteller vorhanden. Und da liefern wir Embedded-Systeme, aber das sind Custom-Build-Systeme. Also man muss es unterscheiden. Wenn Sie was Custom-Build machen, dann
können wir heute schon was machen. Wenn Sie von Standardanwendungen sprechen und da drin die schnellere Echtzeit haben wollen, das wird noch ein bisschen dauern. Wir hatten ja gesehen, dass in den Anfängen der Analogrechner das alles sozusagen mit freier Verkabelung programmiert wurde, in Anführungsstrichen. Jetzt hattet ihr ja schön ausgeführt, das lässt sich jetzt programmieren. Es gab dieses Beispiel mit den Präzisionswiderständen. Jetzt hattest du dann ausgeführt, es gibt jetzt eben programmierbare Widerstände. Sind das auch dann im Sinne von Präzisionswiderständen oder hat man dann einen Nachteil in der Genauigkeit? Nicht notwendigerweise. Also man kann ein paar schlaue Tricks anwenden, zum Beispiel seinen Rechner kalibrieren. Im Prinzip kann ich zum Beispiel, wenn ich einen Summierer baue oder einen Integrierer, wenn ich das klassisch mache, brauche ich wirklich Hochpräzisionswiderstände und einen sehr, sehr speziellen Kondensator. Teilweise waren das auch wirklich Firmengeheimnisse von großen Herstellern, was die für Dielektrika verwendet haben, um geringe dielektrische Absorption zu haben und so. Wenn man die Möglichkeit, wenn man alle seine Koeffizienten zum Beispiel digital einstellen kann, dann muss ich eigentlich nur, es ist nicht ganz so simpel, wie ich es darstelle, nur meine Rechenelemente einmal ausmessen, statisch und dynamisch, um Korrekturfaktoren für meine Koeffizienten zu bekommen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, der eine Eingang meines einen Integrierers ist nicht 1, der ist 0,97, aber das macht nichts. Wenn da ein bestimmtes Signal rein muss, dann multipliziere ich es einfach mit 1 durch 0,97 und habe den richtigen Wert. Das heißt, ich kann mit vergleichsweise niedrig präzisen Bauelementen eine sinnvolle Präzision in der Rechnung raus. Ich vermute mal, vorausgesetzt die Temperatur ändert sich nicht. Der Trick, ja, aber zum einen ist die Frage, in welchem Umfeld man es einsetzt. Wenn man im High-Performance-Computing ist, bin ich im Rechenzentrumsbereich, dann kann ich mich ziemlich gut darauf verlassen, dass das schön temperiert ist. Und zum anderen, die Lösungszeiten sind halt herrlich kurz. Wenn ich eine eklige DGL in der Mikrosekunde gelöst habe, weiß ich, die Temperatur hat sich nicht wirklich geändert in diesem Zeitraum, weil einfach die thermische Masse groß genug ist von all den Bauelementen. Das heißt, es ist kein wirkliches Problem, die Temperaturabhängigkeit. Dann noch eine Frage, wie general purpose ist jetzt die aktuelle Technologie, die ihr anbietet? Die ist sehr general purpose, das heißt, ich kann im Prinzip, wenn ich genügend Rechenelemente habe, wirklich jedes Problem draufmappen, das ich durch Differentialgleichungen oder durch partielle Differentialgleichungen beschreiben kann. Im Moment, das, was wir haben, was noch diskret aufgebaut, das ist im Wesentlichen eine Art Proof of Concept und dient uns dazu, den Software-Stack schon aufzubauen, bevor wir dann mit einem Chip wirklich konkret anfangen. Das heißt, da ist es noch nicht so simpel, zum Beispiel 1000 Rechenelemente hinzukriegen. Aber sobald das auf einem Chip ist, kann man pro Chip mit 100 bis 1000 Rechenelementen rechnen. Und Gott, dann habe ich halt 10 oder 20 von den Chips auf einer PCIe-Karte und habe wirklich sehr, sehr viele Rechenelemente. Und dann gibt es noch ein Element, das man beachten muss. Wir haben ja eine minimale Wärmeentwicklung, weil wir wenig Energie verbrauchen. Das heißt, wir können dreidimensional bauen. Das können die herkömmlichen Chip nicht. Die müssen die Wärme abführen. Da hast du maximal 2 Ebenen oder so und dann wird es schon außerordentlich kritisch. Das ist bei uns nicht der Fall. Das heißt, wir können anfangen, Schicht auf Schicht zu legen und dann auch das Verbinden der einzelnen Elemente nicht nur in 2D, sondern auch in 3D zu machen. Dazu müssen wir noch einiges an Grundlagenforschungsarbeit machen, aber so die ersten Ansätze dazu haben wir schon. Und wir arbeiten ja, das sei noch kurz erwähnt, wir haben vom DLR, vom Deutschen Luft- und Raumfahrt, einen relativ großen Auftrag bekommen, eben einen solchen Analog-Supercomputer zu bauen. Und der erste Prototyp wird nächstes Jahr fertig sein. Und der ist dann rechenfähig und einsatzfähig und in der Praxis deutlich bevor Quantencomputer so weit sind, dass sie wirklich zeigen können, dass sie so ein NP-hartes Problem auch gelöst bekommen. Wir sind nächstes Jahr am Start, aber mit dem hier schon dieses Jahr. Und wie gesagt, wenn Sie eine gute Idee haben, bitte immer her damit. Ja, wie reagiert denn so ein analoges System auf elektromagnetische Störsignale? Wenn ich da diese ganzen Kabel sehe, wir hatten da damals schon diese flexiblen Kabel, vergoldete Kontakte und ich habe da immer noch das Gefühl, dass sich da was einkoppeln könnte.
Also direkt neben dem Schweißgerät wollte ich da nicht stehen. Nein, das würde ich nur auch nicht tun, aber der Trick ist, dass wenn ich eine Differentialgleichung löse, ich bevorzuge die Lösung, die mich mehrfach über die höchste Ableitung drüber integriere. Das heißt aber, jeder Integrierer ist natürlich ein Tiefpass genau und damit kann ich einen Großteil dieses Problems lösen. Weil man könnte auf dem Papier auch argumentieren, ich kann es ja auch umgekehrt aufbauen, ich kann aus Differenzieren was aufbauen, aber das wäre wirklich tödlich, weil dann auch das geringste Rauschen natürlich massiv verstärkt würde. Aber insofern ist es vergleichsweise zahm. Natürlich kommt man nicht ganz ohne wirklich sehr saubere Leiterbahnführung, also Abschirmung, Groundplanes und sonst was aus. Dieses Integrieren von Störgrößen hochfrequenter Art wäre ja beim Digitalrechner gar nicht möglich, ne? Nö, eigentlich nicht. Da wird man ja alt bei, ne? Ja, genau. Und hier ist es im Zweifelsfall trivial. Ja, haben Sie auch die es müsste mal ein Volks... Analogrechner geben. Im Prinzip ist The Analog Thing wirklich ein Volksanalogrechner. Wie gesagt, über 1000 Stück schon verkauft, was niemanden mehr verblüfft hat als mich. Also aber noch nie was von gehört, jetzt zufällig über den VDI, muss ich sagen. Ja, wir sind ich meine, da muss man sich mal auch angucken, wir haben eine weltweite Community, aber irgendwie finde ich es auch schade, dass fast 70% der Rechner in die USA gehen. Wir haben keine Werbung gemacht, wir haben keinen Vertrieb, wir haben keinen Reseller, wir haben gar nichts. Wir haben unsere Website und da ist ein Shop drauf und das war's. Und das hat ausgereicht, dass wir um die 700 davon in die USA verkauft haben. Und in viel eben in so Government-Institute, wo wir wirklich nicht wissen, was die damit machen, aber sie bestellen kontinuierlich nach. Sein, die Sie haben. Ich meine, wegen Reichtum geschlossen? Nein, nicht wirklich. Standorte mit je 5 Leuten. Gerade das Analog-Thing, das ist wirklich als, ich habe vergessen, ob das Non-Profit oder Not-for-Profit ist. Das ist irgendeine subtile Unterscheidung im Juristischen, aber ich bin kein Jurist. Egal. Also es ist keine Gelddruckmaschine. Es geht wirklich darum, das Analogrechnen wieder populär zu machen damit. Ja. Ich habe hier eine Handvoll Flyer, kann man es vielleicht gar nicht nennen, so winzig wie die sind. Da ist hinten ein QR-Code drauf, einfach abscannen und auf die Webseite gehen. Die lege ich einfach mal hier vorne auf den Tisch. Ja. Dann kann sich jeder, der Interesse an einem Analog-Thing hat, einen dieser Flyer nehmen. Aber vielleicht eine Anmerkung zur Riesenfirma. Das sind wir natürlich nicht. Wir haben gerade mal 20 Mitarbeiter. Aber wir haben keine Investoren und wir sind profitabel und haben keine Schulden. Das können Sie nicht von jedem Startup sagen. Die meisten hängen irgendwo an der Wand und wissen nicht, wo sie das Geld herkriegen. Aber Sie haben da viel Herzblut, das merkt man. Und diese Begeisterung. Das ist das Weltwissen am anderen. Geht ja hoch wie eine Rakete. Ne? Nein, es ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Ich meine, ich bin jetzt schon über 30, fast 40 Jahre in der Computerindustrie. Ich habe auch nie was anderes gemacht. Aber so ein paar Mal sieht man dann, wie sich die Dinge wirklich drastisch ändern. Und das ist eines davon. Und nochmal, die technisch-wissenschaftlichen Anwendungen, die müssen eigentlich zwingend auf solchen Systemen laufen. Also wenn man das mal überschlägt, wäre das heute so, da könnten Sie 2 oder 3 Atomkraftwerke gleich mal komplett abschalten. Das ist einfach, die Dinge laufen. Hoffentlich weiß der Habeck das. Da wird es nichts nützen. Aber schauen wir mal. Also ja. Als wir bei Hewlett-Packard die ersten Höchstleistungscomputer hatten, dann waren das wassergekühlte Kupferplatinen. Also erstmal die Pumpe einschalten und dann den Rechner. Und das war nicht ansatzweise das, wovon wir hier reden. Oder so eine Gray YMP, die mit Freon bei minus 70 Grad gekühlt wurde. Spannende Computer, wirklich so Romantik, Nostalgik. Aber das hier ist eine andere Welt. Da fließt so gut wie kein Strom. Es passiert fast nichts. Da können Sie eine Knopfzelle reinmachen, das reicht. Ja, danke schön. Vielleicht schon konkrete Ideen? Das wäre viel, oder? Das ist dann schon erstmal sehr abstrakt, ja. Aber gehen Sie mal auf unsere Webseite und schauen sich das an und eben alles, was auf dem GitHub-Server und sonst an Application Notes zur Verfügung steht. Wir haben fast 50 an Application Notes geschrieben, wo dann technisch-wissenschaftlich erklärt wird, welche Probleme, welche Formeln, radioaktiver Zerfall, Lorentz-Funktion, was auch immer und wie man das alles miteinander verschaltet. Blättern Sie es mal durch, es ist sehr substanziell, vielleicht hilft es Ihnen auch bei Ihrer Masterarbeit, wie auch immer. Schauen Sie es mal an und wenn Sie da eine Idee haben, gerne her damit. Also ich möchte ungern alle Systeme immer nur in die USA verkaufen. Apropos Ideen, eine Akzeptanz auch von so einer alten und wiederum neuen Technologie ist ja auch die
Benutzerfreundlichkeit oder wie groß ist die Hürde, in eine eigentlich neue Art von Technologie einzusteigen? Da hattest du ja auch beschrieben, Betriebssystem, Software. Wir müssen das wirklich perspektivisch völlig transparent machen. Also wir brauchen eine Domain-Specific Language, in der ich mein Problem möglichst abstrakt notieren kann, ohne über Skalierung nachzudenken, ohne darüber nachzudenken, wie verschalte ich jetzt meine Rechenelemente, dass ich es wirklich einfach als eine Blackbox verwenden kann. Oder ich habe eine Programmiersprache, wo ich meine Differentialgleichung eingebe und dann wird automatisch der Schaltkreis richtig verschaltet. Genau. Wie weit seid ihr davon entfernt? Also es ist noch nicht so abstrakt, wie ich es gerne hätte, aber wir können schon relativ abstrakt von der Gleichung zu entsprechenden Bit-Konfigurationsströmen für die Kreuzschienenverteiler kommen. Also wenn Sie heute mit ChatGPT nach Analog Computing fragen, dann kriegen Sie die Argumente und Gründe, die alle richtig sind. Das ist ganz spannend. Aber für eine Anwendung, wenn ich mir irgendwas überlege, reicht es noch nicht. Wir haben mal für uns jetzt eine erste kleine KI-Struktur aufgebaut, wo wir die ganzen Application Notes, die Bücher, die auch Herr Ullmann geschrieben hat, alle einlesen, damit man damit arbeiten kann, wenn man eine Idee hat und dann auch relativ nahe an die Endanwendung kommt. Da bieten die KI-Systeme, die es heute gibt, enorme Chancen, dass man schnell ins Thema reinkommt. Gut, gibt es vielleicht noch eine abschließende Frage? Ich schaue mal in den Chat von Teams, ob es da eine Frage gibt, dann einfach die Hand heben. Jawohl. Herr Zaft, wenn Sie Ihr Mikrofon einschalten, Ihre Frage stellen. Ja, ich hoffe, man hört mich. Ja, man hört Sie, ja. Bitte. Sehr gut. Erstmal nochmal danke für den Vortrag. Ich wollte jetzt auch nur eine Frage stellen, auch in Richtung so Compilerbau und sowas, ob Sie schon eine Sammlung quasi an Problemen beziehungsweise DGLs oder ähnlichem haben, die man auch als Benchmark verwenden könnte, quasi so ein bisschen hochtrabend gesprochen, dann das Lint-Pack für die Analogcomputer. Auch, dass man, also ich kann mir jetzt natürlich hingehen und als Laie im Analogwesen halt irgendwelche Probleme raussuchen, aber ich weiß halt nicht, ob die divers genug sind zum Beispiel und ob ich dann nicht auf irgendwas optimiere, wo ich nicht möchte. Also haben Sie da schon irgendwas und wollen Sie das eventuell auch irgendwie öffentlich machen? Ich habe jetzt auf GitHub nur ganz kurz mal schnell geschaut und da jetzt spontan jedenfalls nichts gefunden gehabt. Also die Frage ist super. Ja, wir haben was, nämlich die eben schon erwähnten Application Notes. Die findet man auch im Web. Das ist historisch gewachsen, deswegen nicht wundern. Auf einer Webseite, die heißt analogparadigm.com. Und da finden Sie unter Documentation, die sind aber auch im GitHub, da muss man nur ein bisschen suchen, sind mehrere Dutzend von Application Notes. Und manche sind wirklich erstaunlich komplex. Eine meiner Lieblingsanwendungs-Application Notes ist zum Beispiel die Simulation eines Neurons mit Hilfe des Hindmarsh-Rose-Modells, was wirklich nicht trivial ist. Das ist eine steife Differentialgleichung, die digital nicht ganz trivial zu lösen ist. Ich persönlich nutze diese Dinge auch immer als Test-Cases, wenn ich wirklich zum Beispiel Code generiere, also Konfigurationsbitströme generiere oder generieren lasse für die entsprechenden Schaltmatrizen für unsere Rechenelemente. Also mal auf analogparadigm.com und dann Documentation und da finden Sie viele, viele Application Notes von ganz simpel bis zu erstaunlich kompliziert. Vielen Dank, habe auch schon gefunden. Super. So, noch eine abschließende Frage hier im Hörsaal. Wunderbar, dann sind wir am Ende. Dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich für diesen Vortrag. Professor Ullmann, Herr Anderer. Super spannendes Thema und das wird einiges verändern, auch in unserer Technologiewelt. Und wir freuen uns, dass wir da Einblicke durch euch erhalten haben. Damit schließen wir das Technologieseminar. Wir haben hier wieder einen kleinen Umtrunk, also hier vor dem Hörsaal. Wer also hier vor Ort ist, hat jetzt einen Standortvorteil. Noch ein Hinweis auf den nächsten Vortrag, da geht es um Batteriezellenproduktion. Das machen wir am KIT Ost und die Studierenden finden die Wegbeschreibung in Teams. Und wir bieten das natürlich wieder hybrid an, also jeder, der interessiert ist, hybrid teilzunehmen, dann wieder über Teams oder über den YouTube-Livestream. So, an der Stelle nochmal vielen Dank auch für alle, die teilgenommen haben. Nochmal vielen Dank an die Referenten und allen einen schönen Abend.